Wichtige Wörter für die Deutschklausur. Folge 2. Willkommen, ihr unfassbar intelligenten Internetmenschen. Vielen Dank für die Reaktion zu der ersten Folge der wichtigen Wörter. Ihr wisst selbst, dass das natürlich Wörter waren, mit denen man, sagen wir mal, intellektuell hochtrabend auch klingen kann. Dennoch, ich habe es ja gesagt, ich finde die Wörter trotzdem auch wichtig, um die Präzision zu steigern. Dieses Mal in der Folge möchte ich mir einige Wörter angucken, die so ein bisschen verloren gehen, die aber weniger damit zu tun haben, einen Sachverhalt besonders eloquent auszudrücken, sondern vielleicht einfach das Ganze mehr variabel zu gestalten. Denn Variabilität ist ja in einer Klausur auch nicht das Schlechteste. Nun also zu den vielleicht manchmal überraschend banalen Wörtern. Zunächst ist ein Wörtchen, was ich sehr gerne mag, weil es einem immer dann hilft, wenn man nicht weiß, wie man in seinen eigenen Hauptteil oder quasi in die nächste Passage einsteigen will. Anstatt dass man also Ewigkeiten darüber nachdenkt, benutzt man dieses Wörtchen zunächst. Zunächst möchte ich anmerken, dass zunächst zeigt sich, dass der Text mit einer interessanten Wendung beginnt und so weiter. Außerdem wollte ich einfach hinzufügen, weil das ein Wörtchen ist, das sehr schön zu nutzen ist, damit man nicht jedes Mal und oder und dann oder so weiter schreibt. Zudem geht auch. Aber außerdem ist einfach eine gewisse Eloquenz natürlich und eine Form der, ja, sagen wir mal, formalen Sprache, die trotzdem aber gut wirkt. Außerdem zeigt sich hier die Problematik, dass nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz ist auch so ein schönes Verbindungswörtchen, was man nutzen kann, um beispielsweise in eine andere Richtung zu gehen. Also bei einer dialektischen Erörterung oder auch wenn man eine These aufgestellt hat, die man halt wieder relativiert. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich das Argument des Autors maßgeblich. Des Weiteren. Ich glaube, des Weiteren wurde mir vor allen Dingen im Netzwerk vorgeschlagen, weil das immer falsch geschrieben wurde. Früher wurde des Weiteren nämlich zusammengeschrieben. Jetzt ist es des Weiteren groß geschrieben. Das sieht für den einen oder anderen ein bisschen hässlich aus, aber man kann es natürlich trotzdem gut nutzen, um sozusagen noch was zu addieren. Des Weiteren zeigt sich hier natürlich auch eine gewisse Verklemmtheit des Autors. Dasselbe gilt für widerspiegeln. Widerspiegeln und zwar mit einem I zeigt ja oftmals, inwiefern ein bestimmter Text beispielsweise eine bestimmte Sinnhaftigkeit reflektiert. Das Seelenleben von Werther wird durch die Natur wiedergespiegelt. Korrelieren. Indem etwas korreliert, läuft es quasi gleichförmig. In Statistiken ist das beispielsweise oft so, dass man damit zeigen möchte, dass obwohl etwas korreliert, es nicht gleichzeitig heißen muss, dass es einen Kausalzusammenhang hat. Also nicht, weil das eine ist, ist das andere, sondern es kann sozusagen auch gleichförmig laufen. Korrelieren selbst kann aber in Deutsch sehr gut genutzt werden, um beispielsweise eine gewisse Parallelität von Form und Inhalt zu zeigen. Und das kann man damit sehr gut ausdrücken. Beispielsweise kann man sagen, die Wut des Autors korreliert hier mit der Nutzung seiner dynamischen Verben. Resultieren. Resultieren ist auch einfach ein schönes Verb in Bezug auf eben das Resultat, aber Verben sind ja immer schön zu nutzen. Insofern ist einfach der Satz, eine solche Abfolge resultiert dann in, was auch immer man sagen möchte, eine schöne Form, das Ganze als quasi Schlussfolgerung zu fassen. Aufoktroyieren. Aufoktroyieren hat mir jemand geschrieben, findet er besonders toll. Ich finde es manchmal sogar ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls geht es ja beim Wort aufoktroyieren darum, dass jemandem anderes etwas aufzwingt. Und dieses Aufoktroyieren ist eben, sagen wir mal, ein etwas intellektuellerer Versuch, das Ganze dann zu erläutern. Der Protagonist versucht hier also seine Vorstellung von Liebe der Antagonistin aufzuoktroyieren, veranschaulichen. Veranschaulichen ist eins dieser schönen, einfachen Wörter, die ich auch schon mal hier besprochen habe. Etwas veranschaulicht etwas anderes, das kann einfach sehr schön genutzt werden. Klingt ja eigentlich relativ simpel, aber ist deshalb gerade sehr schön nutzbar. Tiefgreifend. Tiefgreifend ist ein Wörtchen, das wurde mir auch geschrieben, dass er oder sie es wirklich sehr gerne liest. Und tiefgreifend, ja, ich glaube, ihr kennt alle den tiefgreifenden Wandel. Aber tiefgreifend selbst kann natürlich auch einfach als Wörtchen benutzt werden, mit dem man zeigt, dass etwas eine, ja, sagen wir mal, sehr fundamentale
Veränderung erzeugt beziehungsweise evoziert. Und alle Wörter, die ich jetzt gerade gesagt habe, könnt ihr natürlich auch ganz gerne nutzen, weil das eine tiefgreifende Veränderung für eure Klausur bedeuten könnte. Ambivalenz. Zuletzt noch ein Nomen. Hier geht es darum, dass Ambivalenz einfach sehr schön ausdrückt, wie sozusagen zwei Seiten einer Medaille quasi, ja, also zwei Values, zwei Werte sich zeigen können. Also die Ambivalenz des inneren Seelenlebens von Hari Hala oder von Faust, könnte man sagen. Einfach ein schönes Nomen, um eben diese Zweiseitigkeit nochmal darzustellen. Jetzt hoffe ich, dass diese relativ willkürliche Aufzählung euch trotzdem nochmal genützt hat, dass ihr, wie es einige beim letzten Mal geschrieben haben, sogar fleißig mitnotiert habt. Denkt daran, die aktive Nutzung ist natürlich immer erst dann möglich, wenn man es auch tatsächlich so versucht zu nutzen. Also an eurer Stelle würde ich tatsächlich jetzt so eine Liste dann auch tatsächlich neben mich legen, sodass ihr ab und zu mal gucken könnt, damit das dann in so einen normalen, in so eine normale Nutzung übergeht. Dann ist das wirklich gut. Jetzt hoffe ich, das hat euch gefallen. Mal wieder. Freue mich über Kommentare wie immer. Freue mich, wenn ihr das Abo dalasst, wenn ihr es nicht schon hattet. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Kritisch bleiben und bis bald. Ciao. Wollte ich die Welt sehen.